Mein Name ist Christoph Gemp, ich bin Bruder, Mitglied des Dominikanerordens, eines Ordens der katholischen Kirche. Ursprünglich bin ich aus Basel, aus der Schweiz, und lebe nun seit 23 Jahren mit indigenen Bauern hier in Santa Maria Carbon, einer Gemeinde in Guatemala mit 180 Dörfern, eine tropische Hügellandschaft. Grün und blau vom Wasser und von den Wäldern. Ich wurde gefragt, etwas zum Thema Lebensqualität zu sagen, aus der Sicht indigener Bauern und aus meiner Erfahrung. Vor vielen Jahren, als ich hier ankam, so in den ersten paar Wochen, wurde ich von einem jungen Bauern eingeladen in seine Familie. Wir waren etwa eine Stunde mit dem Auto unterwegs, dann etwa 2 Stunden zu Fuß und kamen dann in ein Haus. Das war ein mit Stroh bedecktes, Bambuswände und getretener, natürlicher Erdboden. So war das Haus. Und als ich da hineintrat, hatte ich so intuitiv einfach für mich das Gefühl, das ist kein Haus. Das, so in der Schweiz würden wir sagen, das ist Villa Durchzug. Aber da ich offen war und wirklich mit den Menschen unterwegs sein wollte, merkte ich sehr bald, doch, das ist ein Haus mit allem, was dazugehört. Und das ist das Heim dieser Familie. Und ich spürte Glück in dieser Gemeinschaft. Sie haben nicht das Gefühl, dass ihnen etwas fehlt. Wenn sie dieses Gefühl hätten, dann würde das von außen an sie herangetragen werden. Ein zweites Beispiel. Seit ein paar Jahren lebe ich mit jungen indigenen Bauern zusammen in einer Lebensgemeinschaft. Ich mag es, wenn der Boden im Haus gewischt ist und glänzt und es sauber ist. Plötzlich merkte ich, dass Hühner und Truthähne aufzutauchen begannen und dass da die Hühner dann die Eier eingesammelt werden und da werden die dann den Hühnern untergelegt und die Hühner sind einfach um uns rum und dann war es plötzlich natürlich nicht mehr so sauber. Und ich merkte dann, wenn ich jetzt einfach sagen würde, tut diese Hühner und Truthähne weg, dass ich am Lebensgefühl meiner Mitbewohner da, ich würde stören. Ich würde etwas nicht verstehen, was für sie ganz selbstverständlich ist. Die Nähe zu den Tieren, zum Rhythmus der Tiere, die Nähe zur Natur im eigenen Daheim ist für sie Lebensqualität. Und sie nehmen nicht wahr, dass es jetzt da auch schmutzig wird. Das wird dann ja wieder geputzt, aber nicht sofort. Es ist einfach eine ganz andere Wahrnehmung und ein anderes Glücksempfinden. Und ich habe natürlich dann diese Hühner und diese Truthähne nicht aus dem Haus verbannt, sondern ich musste umdenken. Was möchte ich damit sagen? Lebensqualität ist etwas sehr Relatives. Was für die einen Menschen Gemütlichkeit, Sicherheit, Sauberkeit bedeutet, ist für andere Menschen einfach steril und langweilig. Zum Schluss möchte ich sagen, es kommen immer wieder reiche, wohlhabende Menschen zu uns aus Guatemala, wirklich von den reichen Menschen. Und die kommen dann hierher und haben einfach das Gefühl, ach, diese armen Menschen. Und sie sehen nur arm. Sie sind nicht fähig, die Lebensqualität, die Schönheit, die Gemeinschaft, das Glück und die Kraft in dieser Kultur zu leben. Und das Gleiche passiert natürlich auch mit Europäern. Nicht mit allen. Es gibt auch welche, die da ein tieferes Fragen in sich tragen, was denn Glück ausmachen könnte. Und oft ist das begleitet von einem schlechten Gewissen. Denen soll es doch auch mal so gehen wie uns. Aber die indigenen Völker prägen einen Ausdruck, der heißt Buen Vivir, gutes Leben. Und eigentlich geht es darum, davon auszugehen, dass Glück und gutes Leben, ist ja nicht selbstverständlich, aber es ist doch wichtig, es zu sagen, nicht von materiellem und finanziellem Wohlstand abhängig sind, sondern dass es noch viele andere Komponenten gibt im Leben, wie die Gemeinschaft,
die Verbundenheit mit der Natur, die Spiritualität des inneren Lebens, dass alle diese Faktoren beitragen zu diesem Glück. Und dass wir natürlich in Gefahr sind und viele Menschen darunter leiden, dass materielles Wohlbefinden und Sicherheit oft einhergeht mit Vereinzelung. Und diese Vereinzelung uns dann auch einsam macht. Und ich denke, die Einsamkeit ist das schlimmste Attentat gegen Lebensqualität.